Ja, und ja. Die PlayStation 5, ja gut, okay, das ist ja easy. Ja, klar. Obwohl, ne, Plague Tale 2 ist auch nur mit 40 bis 30 FPS gelaufen auf der PS5. Ich weiß nicht, ob sie es nachgepatcht haben, aber... Mein Herr. Hier soll ein Geschenkaltar verfügbar sein. Wo? Ich sehe ihn halt nicht. Ist der vielleicht hier oben? Bei dem anderen größeren Dorf hat man es halt super, super gefunden. Aber in der Geistkampfhaltung, ja, da geht er echt ab. Da hat er echt die Nase voll. Also hat man ja eben gerade erst gesehen. Ich fühle mich da gerade, ich fühle, dass mein Charakter gerade so richtig durch ist. Aber so richtig. So, Vorräte. Ah, hier ist der Geschenkaltar. Interessant. Nehmen wir noch mal ein bisschen Leder mit. Why not? So, jetzt muss ich eigentlich mal rechnen. Rechne mal so 30. Gnadenloser Bandit? Ja, nee. Heimsuchende Träume. Ob es in der Asamo-Bucht sicher ist? Ich habe vielleicht noch einen. Und das ist die PS4-Version. Das muss dir mal geben. So, was die PS4 grafisch in der Lage ist. Ja, schon heftig. Das stimmt. Hier, ich habe das Bild gefunden. Warte, hier, ich habe es gefunden. Wohin? Graphicbook Medien, gell? Da hau alles komm raus. Das ist wie Facebook. Das ist Instagram, Twitter, Facebook. Wenn die Pastor, die but still don't have a boyfriend. Einmal eine Grafikkarte unten drunter, easy. Das kenne ich noch nicht. When you don't have a boy, when you still pest. Alles klar, Juna. Wenn du mit 30 noch Single bist, weißt du Bescheid, was du machen musst. Da kriegst du auf, Sascha. Oh, wei. Ja, weiß ich nicht. Das könnte zu spät sein. Ich habe schon eine 3060. Aber nur eine 3060, also eine 4090, ja. ja, 4090. Ja, das Problem ist, mein Rechner macht es so mit der 4090 macht er die nicht mit. Selbst die 3060 ist ein bisschen zu OP. Ich meine, komm schon, was habe ich für einen Rechner? Was habe ich für eine CPU? Ein i7? 4790K. Ja, stimmt, hast du erzählt, den 11. Vierte Gen, Mann. 1150, ja, genau. Ja, kenne ich. 1150er Sockel, also Graf rausgehen und nach Grafikkarten suchen. Du steuerst die 30 doch auch schon zu. Justin, ich steuere nicht die 30 zu, ich bin 33. Steuert die 40 zu. Oh mein Gott. Und nächstes Jahr bin ich auch noch dabei. Ja, du bist jetzt 29, ne? Ich bin 30, aber nächstes Jahr gehe ich dann schon höher hier. Noch schlimmer, dann wird's Zeit. Okay, sagen wir mal, ich bin 29 und 18 Monate. Gehen wir auf eine Ü30-Party. Ja, genau. Machen wir uns ein paar Chicks klar. Müssen wir uns ein bisschen schnell hocharbeiten mit ein bisschen Gehaltserhöhung und dann glänzen nicht mit dem Aussehen, aber im Geldbeutel. Ja, genau. Ist so. Wie war das bei Family Guy? Oh, dieser gefüllte Geldbeutel macht dich sehr attraktiv. Ja, genau. Ist so. Oh Mann, wir sind so durch. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, ist so. Ist so. Traurigerweise schon. Mm. Das würde natürlich nie eine Dame zugeben, aber sind wir mal ehrlich. Ach, nur wenn du wüsstest hier. Man muss ja emanzipiert sein. Vielleicht ist es ja heute andersrum. Da kann die alte voll die Gesichtsschabracke sein und hässlich wie die Nacht, aber ich hab ein. Ich hab ein gesichertes Einkommen von 5.500 im Monat. Oh, Dame, das macht dich sehr attraktiv. Ja, ich hab eine Freundin. Wie soll ich sagen, sie war eine Woche bei jemanden. Und normalerweise ist es doch so,
Für eine Dienstleistung zahlt doch der Mann dafür, dass er glücklich wird, gell? Ja, es kommt immer drauf an. Ihr war's umgekehrt. Sie hat alles bezahlt, hat die ganze Woche Spaß mit ihm gehabt. Und nach einer Woche hat sie keinen Bock mehr auf sie gehabt. Sie hat Schluss gemacht währenddessen. So SMS. Wo sie gerade nach Hause. Das hört sich so ein bisschen nach meinem kleinen Bruder an. Der ist nämlich genauso. Gefühlt. Also das heißt, das Mädchen hat dem Jungen Geld gegeben, hatte Spaß mit ihm. Der Junge hat nicht mal einen Cent dafür ausgegeben für das Ganze. Ja, warum soll es immer nur der Mann machen? Das ist der Hammer. Ich meine, meine Ex hat auch mit WhatsApp Schluss gemacht. Über WhatsApp. Ja, Geld. Das ist billig, aber... Klar, es ist billig. Ich mein's halt nur, ne? Ihr Vater war stinksauer. Weil sie Schluss gemacht hat? Oder war er sauer auf dich? Nee, der war nicht sauer auf mich. Der hat mich ja schon fast adoptiert gehabt. Der Opa ja sowieso. Mhm. Die Mama war da noch ein bisschen skeptisch, aber ansonsten war ja alles okay. Erstens war er sauer, weil sie Schluss gemacht hat. Zweitens, als Uni-Prof, war er sauer, wie sie Schluss gemacht hat. Er hat sich ein bisschen mehr gedacht darüber, ja. Ja. Also nicht über SMS, WhatsApp. Ja. Ich meine, als Universitätsprofessor, wenn du da irgendwie so eine Tochter hast, die da nur so gammelig Schluss macht, dann denkst du dir auch so, what the fuck? Ja, das war ja dann keine richtige Beziehung, ey. Nee, ein halbes Jahr hat die ungefähr gehalten. Nee, hast du direkt gemerkt, was abging? Und zwar hatte sie, glaube ich, eine Fuß-OP gehabt und wusste halt nicht, wie es weitergeht. Und da kam ich halt genau richtig, weil auch ihre Freunde von ihr, also sich so ein bisschen von ihr getrennt hatten. Wie es halt in der Jugend so ist, ne? Bist nicht bewegungsfähig, also tschüss. Und war ich halt alles gut. Und dann nach ihrer OP, als ich dann, war ja die auch die ganze Zeit für sie da und so weiter und so fort, hab sie auch im Krankenhaus besucht und hab schon heiße, enthaltsame Tage gelebt und so weiter und so fort. Und als dann alles gut lief und die Freunde wieder mit ihr Kontakt haben wollten und sie wieder Sporten so machen konnte, dann... haben sie SMS einfach. Ja. Und dann wurde ich halt immer... Dann wurde ich halt immer... uninteressanter. Ja gut, sie sind ihren Interessen halt nachgegangen. Aber hat dich wahrscheinlich zu sehr vernachlässigt oder sowas. Aber das nö, die hatte einfach keinen Bock mehr. Die hatte einfach keinen Bock mehr. So. Hat so gemeint, ja, jetzt brauchst du den nicht mehr, jetzt kommen die anderen wieder. Tschüss, fick dich. Ja, Mann, ist so. Aber so richtig assi, ey. Ich konnte nichts recht machen. Und dir nichts recht machen. Nee, braucht man auch, ehrlich gesagt. Nicht. Powerbank. Shit. Mann, noch. Fuck, der hat eine Geisel gekillt. Alter, dieser. Geiseln wurden getötet. Jetzt hab ich verkackt, weil ne. Oh, leck mir doch die Rosette wund, ey. Geiseln wurden getötet. Hä, was denn? Ich hab grad nicht hingeguckt. Ach, da hat irgend so ein arschgeficktes Suppenhuhn eine Geisel gekillt. Und das Spiel sagt jetzt, ja, ist okay, ist deine Schuld, fick dich. Volle Kanne in seinen Arsch. Oh, sind noch Gegner. Nalsonde. Auf jeden Fall. Ich möchte singen, ein Lied vom Mond, wo keiner wohnt. Ich möchte springen und dabei singen über das Sternenzelt und die gute Welt. Ja, ich kenne die South Park-Folgen. Alle auswendig. Das hätte ich früher in meiner... als Jugendlicher nichts zu tun gehabt. Yo! Kann man mal machen, ne?
Ja, heul doch mal nicht rum, Mädel. Ich bin doch dabei. Meine Güte. Weißt du? Heulen erst alle rum. Nee, bitte rette mich. Nee, nee, nee. Und jetzt so. Jo, mein Leben gehört euch. Und de. Alles klar, die nächste Frau gerettet. Harem steht. Wie viele Damen der schon gerettet hat, Mann? Da steht ja nicht nur rette die Geiseln, sondern rette die Damen. Easy. Das heißt dann auch nicht rette die Geiseln, sondern erstell dir ein Harem. Ja, wenn die Damen allerdings Bayonette heißen, dann weißt du, wer oben liegt. Also. Schon wieder so eine Olle. Alles wird wieder gut. Ja, wie gesagt, erstell dein Harem. Ich weiß nicht, ob ich bei so alten Schabracken Harem haben will. Leb wohl. Guck, der tun schon die Rippen weh. Wie soll das denn funktionieren? Ein bisschen zu fest gestoßen, da brechen die Knochen. Muss ein bisschen aufpassen, junger Mann. Mit meiner Porzellanhüfte, die knarzt ein bisschen. So, wo gibt's jetzt hier noch Gegner? Hier muss da noch irgendwas rumfleuchen. Übel, Mann, übel. Was bist du so am Zocken? Gar nichts, hä? Nö, ich bin gestern beim Stream zu und hab Musik am Laufen. Ah, okay. Schon die ganze Zeit hier. Bayerische Volksmusik. Scratch. Ja, natürlich, bayerische Volksmusik. Auf jeden Fall. Natürlich, hier, ich hab Deutschrap. Blasorchester, Münchners Blasorchester mit dem Knaben. Atemlos durch die Nacht. Oh, nein. Doch, hier hab ich. Ja, nein, mach's nicht. Weiter, YouTube und GEMA. Ich hab keine Lust, einen Strike reinzubekommen, nur weil du besoffen irgendwelche grausame Musik hörst. Nachher krieg ich noch Anzeigen wegen seelischer Grausamkeit der Zuschauer. Ohrenkrebs. Meine Augen ziehen mich aus. Atemlos durch die Nacht. Einfach nein. Kennst du das Gefühl, wenn man eine Katze irgendwie mit Glut verbrennt? So hörst du dich an. Also perfekt, gell? Auf jeden Fall, um die Nachbarschaft zu wecken. Mhm. Einfach so am Schwanz gepackt und dann durch die Gegend gekreist. Wie so eine Sirene. Oh, wo ist denn jetzt diese andere fucking Geisel? Ermorde einen Gegner von oben. Nein, werde ich nicht. Hier muss da noch irgend so eine Drecksau rumpimmeln. So, willkommen beim Stream von Sascha. Hier bekommt man einen Ohrenkrebs. Ja, nicht unbedingt. Aber hier ist das Niveau immer ganz weit unten. Aber das wissen die Leute auch. Also wenn sie mich einschalten, dann wissen sie schon, was sie erwartet. Ja, morgens, mittags, abends saufen. Boah, das schaffe ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Boah, habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, wo ich mich mal so richtig... Habe ich mich mal richtig abgeschossen? Und ich habe mich so richtig erschreckt, aber so übel. Und zwar hatte ich da abends mit dem Slugsy, mit dem Zocker Slugsy gesoffen. Behrensen, alles mögliche. Ich habe, glaube ich, 1,5 Flaschen Behrensen alleine gesoffen. Und... Mir war dann halt am nächsten Tag richtig schlecht und ich dachte so, ja, wenn du mal ordentlich was trinkst oder so, also nichts Alkoholisches, dann wird's dir schon irgendwann besser gehen. Und ich hatte halt nichts da, außer Dingsbums.
Außer halt Eistee Wildkirsch. Ja. Und da musste ich kotzen und das war natürlich richtig schön rot. Oh, und ich hab gedacht, fuck! Ich hatte so Schiss, mir irgendwie beim Saufen den Magen aufgerissen zu haben oder so. Und war eigentlich schon kurz davor, den Rettungswagen oder so das Krankenhaus anzurufen. Ich so, ey Leute, ich bin die ganze Zeit nur am Blut kotzen, kann ich mal vorbeikommen? Oder kann mich mal jemand abholen? Und dann gucke ich halt irgendwie, als ich schon das Handy gezückt habe, gucke ich dann so nach rechts, gucke dann unten so, dachte so, ja, der 2 Liter Eistee war doch eigentlich gestern noch zu, jetzt ist er leer. Ja, kein Wunder, dass deine Kotze blutrot ist. Ja, saufen. Morgens, mittags, abends, ich will saufen. Hauptsache Alkohol. Oh ja, man, ich hab die Hälfte von meinem Riesling hier gesoffen, ey. Ich würde eigentlich nochmal Royal reingehen. Und bei mir die Powerbank lädt einfach nicht. Die lädt immer noch. So. Alter, dass der... Ich habe eben einen Explosionsfall in die Nähe der Geisel geschossen und die hat es einfach überlebt. Ich hab gedacht, ja, das wäre es gewesen, ey. Voll Glück gehabt, ey. Bald seid ihr frei. Wo kann man die Ohren abschneiden? Ja, komm mal vorbei, Justin, schneide ich dir die Ohren ab. Ich schneide dir die Ohren ab. Wäre verloren, Fürst Sakai. Haben die Mongolen den Schlüssel für Gosakus Rüstung? Nein, ihr könnt ihn haben. Wenn mehr Mongolen kommen, gibt es nichts mehr zu holen. Sie will saufen, denn sie kann schon wieder laufen. Junge, was hörst du für Musik, Mann? Saufen. Kann man jemand zu meinen Arbeitskollegen gehen und ihm aufs Maul hauen? Och nee, ey. Ingo! Warum haben die denn immer so ganz komische Namen, ey? So Namen, die kommst du auch nur drauf, wenn du voll bekifft bist, oder? Ingo, ne Flamingo. Und zwar, der hat so eine Enten links auf. Das ist der Hammer. Alles klar. Montag komme ich so zur Arbeit und am Mittwoch kann ich gehen. Sorry, reicht Benzinkosten so nix gut und diese. Du hast schon. Bess. Schwöre. Ja, Mann, aber Benzinkosten. Ja. Ja, weil Benzinkosten. Der hat noch eine Windel an, ich dachte schon, ey. Ich dachte schon, der steht hier nackt rum, ey. Ja, ist der nicht nackt? Nein, die haben noch eine Windel an. Ich weiß auch, wie es ist. Suche beim Komori-Dörf nach Masako. Wo ist die Alte denn? Es ist verboten, toten Kojoten die Hoden zu verknoten. Ja, wie hoch sind eigentlich meine Benzinkosten jetzt für diesen Monat? Boah, das will ich gar nicht wissen. So wie du fährst. Da geht bestimmt die Hälfte deines Gehalts drauf, oder? Ja, geht's auch. Ja, das hab ich mir gedacht. Geht's auch, und Scheiß. Ich sorge mich um sie. Ja, Bleifuß ist teuer. Junshin. Sei froh, dass du nicht so oft geblitzt wurdest. Fürstin Masako sucht jemanden. Ja, oh Gott, ey. Da hab ich sogar noch Nachzahlungen. Aber wegen dem alten Auto. Danke, Fürst Sakai. Tja, schon wegen dem neuen. Tja, trotzdem zahlen. Jetzt können wir neu aufbauen. Gut, dass diese Leute euch haben. Also ich bin jetzt schon bei 673 Euro. Ich muss nächste Woche noch einmal tanken. Für diesen Monat hast du 600 Euro Benzinkosten gehabt. Ja, warte, nein, noch nicht. Warte, plus nochmal nächste Woche. Machen wir noch hier nächste Woche noch dazu, dann bin ich bei 823 Euro. Alter, wie viel frisst dein Mercedes, Mann? Also hier stehen bei mir gerade 13 Liter drauf. Das ist noch sparsam, der geht hoch bis 18, wenn ich Lust habe. Also wenn ich nur Stadt fahre. Ja, so viel verdienst du doch gar nicht. Also ich denke, naja, was heißt, so viel verdiene ich nicht, also... Der nimmt halt wirklich die Hälfte meines Geldes weg, also bis ich sag mal so, bei der Arbeit ist es jetzt so, ich will bis Februar ungefähr eine Lösung halt haben, wie es weitergeht, beziehungsweise bis Januar.
professioneller Mörder. Bei mir halt, weil auf der einen Seite, ich sehe es halt nicht ein, dass ich jetzt jeden Tag da 120 Kilometer halt fahre für die Arbeit insgesamt. Mehr noch euer Schwein. Und dann hin und her fahre. Laut den Bauern sind sie in Richtung Brücke außerhalb des nächstes Jahr, weil ich habe die Wohnung im Voraus bezahlt übrigens, dann nochmal extra Mietkosten halt noch dazu kriege. Das heißt, ich zahle ungefähr 800 Euro Sprit pro Monat. Ja. Plus 450 Euro nochmal die Wohnung. Warte, 800 Euro plus 450. Ja, das 450. ist bei 1, da bist du ungefähr 1,3 aufgerundet. Ja. Genau, bin ich bei 1.300 Euro ungefähr. Alleine für Kochen. Man muss ja noch Rechnungen und so zahlen, ne? Also Handyrechnungen und so. Also ich nehme an, bei Single ist es ungefähr so, dass es vielleicht knapp 100 Euro extra sind. Bei mir ist es hier auch ungefähr so, mit allem drum und dran. Beziehungsweise mittlerweile 200, weil ich jetzt gut Riester beziehungsweise beim Altersvorsorge bezahle. Ungefähr 200 Euro Unterhaltskosten habe ich mit, wenn ich jetzt die Rechnung bezahle, natürlich ohne Miete. Ja, doch. So knapp 150 Euro kannst du rechnen, je nachdem. Sie war eine gute Freundin. Das bedeutet knapp 800. Wie viel hast du? 800 Euro Benzinkosten umgerechnet. 400 Euro Miete. Plus knapp 200 Euro. Ja, da bist du. Bleibt dir nicht mehr viel zum Leben für Essen und Trinken. Ja, ist so. Also und ich habe ja noch Betriebskosten, die ich noch nachzahlen muss und alles drum und dran. Oh, das kannst du eigentlich vergessen, ich meine. Ja gut, bist jetzt ungefähr wie ich. Dementsprechend musst du halt nochmal knapp 200 Euro für Dingsbums rechnen. Kantine. Dann bist du bei 1,6. Kostenmäßig. Ja, oder? Ja, ich habe auch ungefähr so viel gerechnet damals. Ja. Deswegen will ich eine Lösung halt haben. Und ich habe einen Freund schon gefragt. Zu spät. Der hätte vielleicht sogar nichts dagegen, dass ich unten in der Nähe bei der Schweiz halt da bin. Ich bezahle euch und behalte sie. Ja. Meinst du wegen Arbeit oder so? Ja, genau, richtig. Okay. Dass ich mich halt versetzen lasse. Also nach unten in den Süden halt. Also, aber du bleibst bei der Firma, ne? Bei Hammersbach, ja, bin ich immer noch da. Denke ich. Wir brauchen die Söldner. Aber wenn die keine Lösung für mich haben oder sowas, dann ist es bis April und das war's dann. Erreichen wir unser Ziel. Okay. Weil dann ist die Probezeit vorüber. Und wenn die bis Februar keine Lösung halt haben, melde ich mich wieder arbeitslos. Oh, boah, das ist ja übel, Mann. Ja, ist so. Hallo? Vorsicht, ihr seid was bringt mir das? Guck mal. Entweder ich komme zur Arbeit, ich gehe arbeiten. Ja, ich habe 500 Euro für mich, sage ich jetzt mal, im besten Fall. Ja, oder ich gehe gar nicht arbeiten und ich habe 800 Euro für mich. Guck mal, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Ist einfach so. Ja, das ist echt übel. Wenn ich arbeitslos bin, kriege ich 300 Euro mehr, als wenn ich arbeiten gehe. Da, er ist abgelenkt. Ausgerechnet halt. Also alles. Das ist schon hart, ey. Ja, das ist echt übel. Also das ist ja das Problem so ein bisschen am, ich dachte mal so, am Mittelstand. Ja, deswegen. Weil halt irgendwie, halt wenn ich mal so bedenke, was ich jetzt zum Beispiel, weil bei mir war es ja auch so, ich war ja auch vorher arbeitslos. Und da hatte ich ungefähr knapp 750 Euro. Ich kam aber dadurch, dass ich halt auch sparen konnte und wirklich halt montagmorgens einkaufen, alle Angebote annehme, vorkochen konnte und so weiter und so fort. Konnte ich halt wirklich richtig viel einsparen. Ja, ist so.